geht es dann um Standard Skill und Leon Mascher. Und ich glaube, die Boxer stehen bereit. Unsere YouTuber stehen bereit. So heißt es dann direkt mal an den Ersten. Der Boxer in der blauen Ecke. Ich rufe in den Ring. Liebe YouTube-Fans, ihr nennt ihn liebevoll Stani. Ich nenne ihn herzlich willkommen heute Abend hier in Hamburg im Ring. Standard! Er hat ein Heimspiel. Er trainiert hier bei Universum Box Promotion. Er ist so der geheime Initiator dieser gesamten Aktion des heutigen Abends. Er hat immer wieder gesagt, ich suche einen Gegner. Er hat gegen einen Bodybuilder geboxt hier in diesem Ring und hat gesagt, ich brauche jetzt einen Gegner. Er hat die Herausforderung rausgeschossen und es folgte genau der, der jetzt in der blauen Ecke steht. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, YouTube all over the world. Herzlich willkommen heute Abend hier in seinem Home Gym, in seiner Hood, Leon Mascher! Entscheidet und der für Ordnung im Ring sorgt, einer der bekanntesten und einer der erfahrensten, Jürgen Langos. Und nun zum Boxer in der blauen Ecke. Meine Damen und Herren, er ist 26 Jahre alt, 1,75 Meter groß und brachte 104 Kilogramm auf die Waage. Meine Damen und Herren, und jetzt geht es wieder um die Zahlen, kalte Zahlen und Fakten. YouTube. 3,12 Millionen Follower. Instagram 788.000 Follower. TikTok 769.000. Er hat sich vorbereitet im Team Stani mit David Zimicek. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Berlin heute Abend hier im Ring. Stand up! Groß und 94 Kilogramm schwer. Und nun geht es wieder um die Zahlen. YouTube 2,41 Millionen Follower. Instagram 556.000 Follower. TikTok 456.900 Follower. Und er wurde vorbereitet hier im Boxschiff von Universum Box Promotion von keinem geringeren als Robert Harutunjan. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, from Hamburg, in Hamburg, Leon. Runden A 2 Minuten. Die Boxer zur Mitte. Stare down. Ich bin nicht gespannt. Jetzt meine Kommandos, nichts mehr. Jetzt macht ihr irgendwelche Fragen. Gut, dann viel Spaß und gut, lasst ihr raus. Geht. Ich denke, ich bin schon mal zu hören, dass ich hier so zurück. Ich bin gemacht, jetzt muss er auch einhalten, was er gesagt hat. Ich bin gespannt.
Ja gut, die Kämpfer sind bereit. Und ein letztes Mal am heutigen Abend. Viel Spaß zu Hause und herzlichen Dank. So, let the fight begin. Schon wieder so groß aus bei ihm. Guck mal. Könnte sein, dass er verrutscht. Ja. Das ist halt Wrestling. Stani will ja viel mit seinem Gewicht natürlich machen. Naja, da geht er ran wie Blücher. Ich aber gar nichts. Da ist wirklich Feuer dahinter. Ja, da stecken Emotionen dahinter auf jeden Fall, das sieht man. Richtig sauberen Treffer gab es, glaube ich, noch nicht. Leon duckt sich schon sehr weg. Aber ich sagte eins, wenn der Standard viel zu weitermacht, dann werden sechs Wochen lang. Stand 750.000 schauen Sie uns ein gerade zu. 750.000 zwischendrin bei einem Spitzenwert von 750.000 Viewern über YouTube Universum TV Channel. 750.000 gerade im Moment. Also Respekt, geht raus. Seconds out! Seconds out! So, bin mal gespannt, zweite Runde, da kommt er wieder. Stani marschiert nach vorne, macht es aber auch genau richtig. Er macht es aber richtig. Genau so musst du kämpfen mit dem Gewichtsunterschied. Marcher weiß zurzeit nicht so richtig, was er tun soll. Also, da wenn er die Zunge raussteckt. Ja. Ist das die Unsicherheit oder versucht er da tatsächlich noch Kopfkriechen? Ich glaube, das funktioniert am Stand. Lufttechnisch sieht es momentan noch gut aus, der Standardskill. Er drückt ihn einfach. Ja, klar. Und ich glaube, der Marché hat noch keinen Schlag abgebrochen. Richtig, nicht wirklich. Nur keinen Schlag abgebrochen. Getroffen. Kommt aber wirklich ran. Jetzt kam ein guter Linken an mich. Ich meine, es ist nicht nur das Gewicht, sondern es ist auch die Reichweitenvorteile. Standard-Skills. Und drüber, er hat einen Plan. Ja. Also ich glaube,
Standard-Skill hat sich definitiv Gedanken gemacht hier, wie er das Ganze über die Bühne bringt. Und das scheint bislang zu funktionieren. Na gut, in der zweiten Runde ist der kräfteraubend. Und jetzt du! Gerade praktiziert, aber es kann natürlich noch sein, dass Leon seine Zeit noch kommen wird in der dritten, vierten Runde. Und das wieder dann umschwenkt, aber momentan sehr, sehr schwierig für Leon. Sehr, sehr schwierig. Er dreht sich halt auch, ja, ich kann sagen, er dreht sich auch weg. Aber richtig was los hier. Ja, die müssen sich was einfallen lassen. Robert Howard Jr. und sein Schützling. Leon Mascher. Er hat sich was vorgenommen, das hat er bis dann gut umgesetzt. Da schraubst du immer wieder in Mascher rein, setzt seinen Treffer und er hat die ersten beiden Runden gewonnen. Definitiv. Seconds out. So, Jürgen Langhus hatte dem Kampf ein bisschen mehr zu tun als er vorher. Definitiv. An Leon sieht schon ein bisschen die Augen aus dem Gesicht. Ich hoffe, dass er nicht mehr normal ist. Zurückziehen, sondern muss jetzt. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch sehr, sehr kräftezehrend ist, was? Ja, ja, klar. Und dann aus den Emotionen raus, was der Leon hier gerade auch versucht. Schwierig. Schwarz geht dominiert, eindeutig. Und gerade wieder richtig, ja. Ja, und so unterdrückt man halt auch den Angriffsschwall, ne, den man drauflegt. Natürlich offen wie Joint Door, das muss man nochmal sagen. Beide allerdings. Offener Schlagabtausch hier schon fast. Ja, ich glaube auch, dass Leon nicht wirklich mehr einen Plan hat. Das ist einfach nur noch ein bisschen nach oben halten. Ja, man merkt schon bei beiden, das ist natürlich sehr, sehr kräftezehrend. Keine gute Unterhaltung. Ja, definitiv. Unterhaltung ist hier auf jeden Fall gegeben. Ah, Michael, die 20 Kilo mache ich unbemerkbar, ne? Ja, er ist wie eine Dampfwalze. Also er läuft auf ihn zu und das ist auch das Problem, was KS Freak hatte gegen Apo Red. Genau das gleiche Szenario haben wir hier. Ich bin mal gespannt, wie die Luft jetzt aussehen wird. Weil wenn das so weitergeht, dann wird das kein schöner Abend für Leon. Aber was mir an dem Standard geht gut gefällt, er schlägt seine Führungshand. Er schiebt sie nicht nur nach vorne, ja, sondern er. Also Technik ist auf jeden Fall da. Und hier auch nochmal für das, dass die zwei keine Profi-Boxer sind, vor allem Standard-Skill, das erste Mal in den Ring steht. Sehr stark. Ja, vor allem ist Mords Tempo drin im Kampf. Es ist aus. Standard-Skill gewinnt den Kampf durch KO.
Ja. Unglaublich. Unglaublich. Unfassbar. Standards gewinnt das Ding hier mit seiner unglaublichen Kraft als Dampfmaschine. TKO in Runde 5 war es, glaube ich, oder? Fünfte Runde. Ist ja auch egal. Respekt. Hier nochmal die Szene. Starke Leistung. Das war's und starke Leistung. Hat er gut gemacht. Wie gesagt, er hat einen Plan gehabt von Anfang an. Ja. Den hatte Mascher nicht oder hat nicht umsetzen können zumindest. Und er hat direkt hier wie eine Dampfmaschine rausgekommen. Dani, Maschine! Ja. Einwandfrei. Aber nochmal, ich fand das beide Kämpfe hoch unterhaltsam. Stark. Und das kann man wirklich häufig machen. Ja, als Special Event kann man sich das definitiv geben und ich habe auch in meiner langen Karriere durchaus schlechtere Boxerschen gesehen. Ja. Von dem her, ja, starke Leistung hier vor allem von Starskill, sein erstes Mal, das erste Mal im Ring und krass, dominiert. Ja, da hat er schon, hey. Da hat er schon tief durchgeatmet. Aber ist natürlich so, wenn man reingeht, hat sich was vorgenommen, dann klappt es von Anfang an nicht. Dann da fällt immer nichts mehr ein. Da kann man auch das, als, gerade jetzt als Anfänger, also Anfänger, kann man das nicht mehr drehen. Du kannst den Stil nicht ändern mehr. Man muss auch dazu sagen, es ist fast ein Gewichtsunterschied von knappen 20, 18 Kilo, glaube ich, 18 Kilo sind es. Das darf man nicht unterschätzen. Also 18 Kilo ist eine Nummer. Ja, aber keine Entschuldigung hier für Leo Mascher. Was ja schon feststeht, verkünden, möchten wir uns auf jeden Fall aber ganz recht herzlich bedanken. Und zwar jetzt bei euch. Und bleibt auch dran. Denn jetzt gleich hört ihr, was die beiden Jungs zu sagen haben. In der Spitze waren wir bei sagenhaften und sensationellen 774.000 Zuschauern, Viewern über YouTube auf Universum TV. Ja, das ist ein absoluter Knaller. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz eben. Ja, Applaus bitte schön dafür. Das ist ein schier nicht zu erwartender Erfolg. Aber Ehre, es geht um den Sieg. Und sie waren durch. K.O. in der vierten Runde nach 30 Sekunden. Herzlich willkommen. Gratulation. Standard. Verdienter Sieger. Ja. Ich bedanke mich bei dir, Michael. Du musst noch für deinen Kanal, glaube ich, was machen, sehr, oder? Sehr gerne. Schön, dass du mit. Ja, wir haben hier ein bisschen mitgefilmt. Könnt ihr natürlich morgen alles auf meinem YouTube-Kanal sehen, Michael Smolik. Ein paar Interviews auch nach dem Fight und sehr geile Veranstaltung. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte, auch gerne. Zu kommentieren. Gerne wieder. Und ich bin auch demnächst wieder dran. Im Mai kämpfe ich bei GMC, mein nächster MMA-Kampf. Da hole ich mir die 4-0. Seid mit am Start. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und Dankeschön. Danke. So, die Verabschiedung wurde da unten gemacht und dir erstmal Gratulation. Man hat das Gefühl gehabt, ihr habt um euer Leben gekämpft. Was war das bitte für ein Kampf? War deine Strategie offensichtlich alles reinlegen, die gesamte Kraft? Natürlich wollte ich mit der Masse ein bisschen arbeiten, die ich habe und die ich auch mitbringe. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie weiterreden, Leon Mascher hat hier seinen Mann gestanden, hat hier ein geisteskrankes Event auf die Beine mitgestellt mit Universum TV. Ja? Geisteskrank. Wer sich über diesen Jungen noch lustig macht. Sorry, Leute. Ey, Junge, ohne Spaß, Digga. Du bist aber eine süße Schweinebacke, muss ich sagen. Ey, Digga, ohne Spaß. 20 Kilo zu viel war ein Stück zu viel, Digga. Du hast, ja, du hast mir in der ersten Runde schon, glaube ich, war das in der ersten, die Rippe gebrochen. Digi, ich schwör's dir, ich habe richtig Schmerzen hier. Ich merke, die Rippe ist gebrochen. Ich konnte da nicht mehr, Digga, das fackelt. Was hast du als Wiedergutmachung? Ich würde sagen, wir machen das Ganze nochmal. Ich nehme ein bisschen ab. Und dann, also, ich hätte niemals gedacht, dass das heute hier überhaupt stattfindet. Geisteskrank, muss ich sagen. Wir haben so viele Leute unterhalten, was die Hauptsache ist. Und ich finde, wir gehen heute beide als Gewinner raus. Also, sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber man muss doch ganz kurz sagen,
Du hattest ja auch gestern beim Wiegen versprochen, für die Kilo mehr spendest du. Wo geht es denn hin? Genau, 9.000 Euro werden an gute Zwecke gespendet, von mir aus privater Tasche. Und ich möchte mich noch an meinen Trainer David bedanken. Der ist erst 21 Jahre alt, für mich der beste Trainer. Wir haben jeden Tag trainiert. Er hat mir gezeigt, ja, David, komm ruhig mal her. Einmal hier, 21 Jahre, der Typ hat mich auseinandergenommen. Er ist die wirkliche Maschine. Ansonsten hätte das hier heute wahrscheinlich gar nicht stattgefunden, weil ich nicht fit gewesen wäre. Du lässt dich aber nicht festnageln, wo du das Geld hinspendest, oder? Das ist noch offen. Vielleicht Universum TV hat eine gute Idee. Ich bin noch offen. Ich denke mal, die Jungs machen da was Gutes raus. Und geiles Event, auch nochmal ein ganzes Team. War ein cooler Tag. Ohne Spaß, Digga, hast du echt stabil gemacht, ne? Müssen wir wiederholen, aber du musst, Digga, 20 Kilo runter, Junge. Digga, ich schwöre dir das, ich morgen direkt Röntgenbild gebrochen. Man muss auch, beim Boxen gibt es natürlich Gewichtsklassen, muss man auch sagen. Ich war deutlich drüber gewesen, aber er ist trotzdem angetreten, hat in keiner Sekunde Angst gezeigt, hat seinen Mann hier gestanden. Und das machen da draußen, die gerade, die zu Hause sitzen, die wenigsten, will ich nochmal angemerkt haben, ja. Respekt. Wirklich Respekt, Digga, also, Respekt. Also, wir haben es gemacht. Sadi, ganz kurz. Wir haben jetzt gerade gehört von dem Sieger. Ja? Wir haben von Upper Red gehört, er will unbedingt wieder in den Ring. Er will am liebsten das mit Ellenbogen und Treten und am Boden und am besten ins Oktagon. Und wie sieht das jetzt bei dir aus? Möchtest du jetzt lieber an die Bar oder machst du dir jetzt schon Gedanken über deine fortlaufende Kampfsportkarriere? Also jetzt werde ich erstmal ein paar Süßigkeiten essen zu Hause wieder. So eine Woche lang, wieder 10 Kilo rauf. Und Boxen bleibe ich auf jeden Fall treu. Der Sport macht richtig viel Spaß. Ich hoffe, wir können viele junge Leute da draußen für diesen Sport begeistern. Macht unheimlich viel Spaß. Es ist geisteskrank, die Vorbereitung, die Tage davor waren eigentlich das Intensive gewesen, diese Anspannung, geisteskrank. Also kann ich jedem mal empfehlen, das zu machen. So, du kriegst, guck mal, du kriegst sogar noch einen Preis als Sieger, den können wir mal ganz kurz eben reinhalten jetzt. So, guck mal, diesen wunderbaren Preis bekommst du noch von König Immobilien 24, ja, du sollst nicht leer ausgehen, ja, da fällt alles raus, das ist ein Bausatz. Wenn du keine zu zittrigen Hände hast, kannst du den Haut auch noch zusammenbasteln. So, ganz kurz mal vielleicht die Frage an Leon. Du hast das Video. Leon. Ja. Du hast Sparring gemacht. Du hast gegen einen Bodybuilder hier geboxt. Du hast richtig, richtig, richtig gut ausgesehen im Ring. Du warst super vorbereitet. Am Ende des Tages gerade schon drüber gesprochen worden. Ist es dann tatsächlich, wenn der Druck von außen kommt, du weißt, du hast 750.000 Leute, die zugucken, du wirst in der Halle angefordert. Ist es so, dass es dann vielleicht durchgeht, dass du Technik, Taktik vergisst oder einfach scheißegal, Augen zu drauf? Das Ding ist, ich habe echt gewartet, ich wollte ihn ein bisschen ins Leere laufen lassen, ne? Aber der Penner mit seinen 20 Kilo mehr hat mir einfach voll auf die Rippe schon in der ersten Runde. Und dann in der letzten, da wurde abgebrochen, hat er nochmal gegengehauen. Da habe ich gemerkt, Alter, das schiebt gleich komplett durch. Habe ich komplett Schmerzen, aber scheiß auf. So ist das, wir haben Boxen durchgezogen. Respekt auch an Stani, dass er das durchgezogen hat. Das Ding ist, bei jedem Atemzug kommt dieser Schmerz, weißt du? Aber man muss... Stani! Ich hab... Stani! Stani! Digga, ohne Spaß, stabil, Alter. Ohne Spaß, richtig, richtig gut. Wie lange hast du trainiert? Ich habe wirklich jetzt 3 Monate, jeden Tag trotzdem Videos hochgeladen. Das war Fulltime-Job, ich hatte keine Zeit mehr für Freunde, nichts mehr. Ich habe Full da reingesteckt, weil ich das ernst genommen habe, weil ich wusste, du bist eine Maschine und trainierst auch wie ein Geisteskranker. Ja. Digga, ohne Spaß. Ich habe 2-mal am Tag trainiert, ne, wie ein Verrückter. Hab nicht aufgehört, hart trainiert. Aber wie gesagt, Digga, wir müssen es wiederholen, aber mit einer selben Gewichtsklasse, Digga. Das war zu viel. So, gib dem YouTuber das Mikro. Er lässt es nie wieder los. Jungs, bleibt bei uns. Wir brauchen uns gar nicht mehr, ne? Sevi, lass uns die Verabschiedung. Wir bleiben mit denen zusammen und verabschieden. Digi, Gnossi und alle können einstecken. Wir haben den Rekord gebrochen im Livestream. Oh, 57.000 oder so, ne? 774.000 in der Spitze. So, ich würde sagen, wir bleiben genau mit dem Abschlussbild hier. Silvi, genau. Es hat einen riesengroßen Spaß gemacht. Ich glaube, es ist wirklich, wir haben einen irre langen Abend hinter uns. Es war Zeit, Danke zu sagen, auch an Universum Box Promotion, Ismail Ösen, Otto, Robert Haruto und ja, die ganzen Trainer, alle, die als Helping Hands hier gewesen sind, alle, die heute hier hingekommen sind. Es ist echt ein Marathonabend geworden mit einem deutschen Rekord. Ja. Das sollte man vielleicht an dieser Stelle nicht ganz vergessen. Aber man muss ein großes Dankeschön ans gesamte Team sagen, an die Zuschauer auch zu Hause, die euch die ganze Zeit auch unterstützt habt. Und auch nochmal ein Dank an euch. Wir hatten Entertainment pur zuvor und heute richtig gute Boxkämpfe. Es war einfach ein gelungener Abend. Wir sollten das ganz schnell wiederholen.
Definitiv. Und wir haben da, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, wir haben da den 10-fachen Kickbox-Weltmeister dreimal mittlerweile umgeschlagen im MMA und er geht wieder in den Ring und er steht gerade da und sagt, das ist Wahnsinn, was die Jungs da abliefern mit dem Training. Das ist absolut irre. Vielleicht auch du mal ganz kurz eben, aus der Hand gebe ich das bei euch. Das kriegt man ja sowieso nicht wieder und du bist mir körperlich extrem überlegen. Michi, was sagst du dazu? Also ich habe ja mitkommentieren dürfen, war eine riesen Ehre für mich und wir waren beide sehr überrascht. Also ich habe definitiv schon schlechtere Boxer gesehen. KS, Freak Upper Red, mega nice. Und jetzt die zwei. Man muss sich hier auch klar werden, der Gewichtsunterschied ist nicht zu unterschätzen. Standardskill hat es aber mega gemacht. Der hat seine Taktik gehabt, sein Gameplan gehabt, der hat den durchgesetzt. Und Respekt einfach an beide Kämpfer. Gott, ist das schön. Das auch noch mal hinten raus, das ist der Wahnsinn. Nee, jetzt und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Da muss man aufhören, ganz genau. Juhu. Und das machen wir. Wir sehen uns definitiv wieder. Dankeschön an alle. Danke, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss nach Hause. Ciao.